Hallo ihr Lieben, heute machen wir ein Experiment, das nennt sich die Wasserrose. Dafür braucht man eine Blume, die man schön anmalt. Ihr könnt euch dafür eine beliebige Vorlage nehmen, sollte so ähnlich aussehen wie die bunte Blume, die die Petra hier schon schön ausgemalt hat. Dafür braucht man dann noch weiter eine Schüssel und Wasser. Erstmal muss man sich die Blume ausdrucken und ausmalen am besten in allen Farben, wie ihr möchtet. Und dann muss man sie gut ausschneiden. Da haben wir heute einen Helfer, der wird uns jetzt mal die Blume ausschneiden. Wichtig ist, das werdet ihr gleich sehen, die Blume wirklich bis zum runden Blütenkreis in der Mitte anzuschneiden, damit man nachher die Blätter ordentlich zusammenfalten kann. Fertig. So ist die ausgeschnittene Blume. Und jetzt muss man alle Blütenblätter bis zu dem Rand von der Mitte falten. Deswegen war es so wichtig, vorhin wirklich bis an den Rand heran zu schneiden. Sonst funktioniert unser Experiment gleich nicht. Wunderbar. Jetzt bereiten wir noch die Schale mit Wasser vor und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir vorbereitet. Da ist die Schale mit dem Wasser. Und jetzt legen wir unsere zusammengefaltete Blüte da rein und dann schaut mal, was passiert. Guck mal, Petra. Toll. Haben wir nicht noch eine? Ja. Und wir haben auch noch ein paar mehr vorbereitet. Hier. Kannst du noch eine reinlegen?
die auch von den Schmetterlingen? So, und so entfalten sich die Blütenblätter wie bei einer Wasserrose. Damit sie auch Platz hat. Guck mal, meine Stiefel geht nicht auf.